Anscheinend gibt es einen kostenlosen Mr. Beast Skin für jeden von euch, der dieses Video hier gerade schaut. Teilt das Ganze mit euren Freunden, denn hier werdet ihr erfahren, wie das Ganze funktioniert. Plus, Leute, wir haben einen Hacker in der Lobby getroffen und der hatte einen Skin an, den es noch nicht gibt in StumbleGuys. Um zu sehen, was für einen Skin der Typ hier anhatte und wie ihr den kostenlosen Skin hier kriegt, müsst ihr bis zum Ende dranbleiben. Lasst ein Like und ein Abo da. Wir gehen direkt rein in die Runde. So, wir sind jetzt hier auf der StumbleGuys Webseite und Real Talk, ich habe es wirklich noch nicht getestet. Das Coole ist, StumbleGuys gibt es jetzt auf der Xbox und bald kommt sogar auf der PlayStation raus. Das ist auch sehr, sehr nice. Wir gucken mal kurz im Shop rein und im Shop haben wir einmal ein Willkommen zum Webangebot. Das ist ganz gut für 3 Euro. Wir haben hier Beast Tank Legendary. Wir haben Buff Jimmy Special Stumbler plus noch ein paar Juwelen. Dann haben wir hier den Tornado Skin mit dem Punch Emote, dieser Goat Skin oder so. Und ja, das war's. Hier seht ihr ja nichts kostenlos oder so. Außer ab und zu hat man ja hier so ein paar 100 Juwelen oder so, die kostenlos sind. Aber es sieht so aus, als ob hier nichts kostenlos ist zum Kaufen. Aber da haben wir einen kleinen Trick anscheinend. Denn wenn wir jetzt in StumbleGuys reingehen, wir probieren es einfach mal. Also wenn das funktioniert, Leute, dann drehe ich wirklich durch. Wenn das jetzt funktioniert, wir gehen jetzt in Steam rein, starten jetzt einmal StumbleGuys und gucken jetzt, ob das wirklich funktioniert. Also, wir nehmen jetzt einmal unseren Namen hier oben links, dann hier oben rechts einmal draufklicken auf diesem, ja, diese zwei Vierecke, damit euer Name richtig kopiert ist. Und dann gehen wir jetzt mal zurück, gehen wieder auf die Webseite und geben jetzt mal unseren Namen hier ein. So, validieren. Okay, er hat meinen Namen erkannt. Ihr müsst wichtig auf validieren klicken. Und jetzt, als ob das jetzt geht, Digga. Als ob das jetzt funktioniert. Wir kriegen den Mr. Beast Skin. Kostenlos anscheinend. Warte mal. Cyber Jimmy. Also, ich hab's gesehen bei anderen YouTubern, dass es funktioniert. Ich hab's nicht getestet. Allererstes Mal. Real Talk. Okay. 3, 2, 1, go. Du erhältst Cyber Jimmy einmal. Leute, das Ganze hat funktioniert. WTF. Okay, und jetzt müssen wir mal gucken, ob das Ganze in unserem StumbleGuys-Account drin ist. So, wir sind jetzt hier in StumbleGuys drin. Warte mal. Was ist das für ein Skin? Episch oder was ist das? Hey Leute, warte mal. Ich hoffe jetzt nicht, dass es nicht geklappt hat. Warte mal, Cyber... okay, okay. Warte mal. Da ist er! Da ist der Cyber Jimmy, Freunde. Es hat Real Talk funktioniert. Oh mein Gott. Und jetzt spielen wir auf jeden Fall die krassesten Runden mit dem Skin. Wir müssen den Skin natürlich auch noch bewerten heute. Das ist ja sowas von klar. WTF. Und das sind wir... Oh, ach so. Warte mal. Der Cyber Jimmy macht ja auch DJ. Wir sind DJ und Cyber Jimmy zusammen ein. Freude. Wie krass ist das denn? Es hat funktioniert. Und der Skin sieht ja mal sowas von cool aus. Junge, du hast mich gerade unboxen wollen. Hau rein, Bro. Ey, wir werden jetzt mit dem Skin heute alles komplett rasieren. Weg mit dir. So ein Ding ist das, Freunde. Mal gucken. Oh, oh mein Gott. Alter, der hat mich gerade auch übelst hops genommen. Muss ich sagen. Ich bin gerade selber fast runtergefallen. Okay, wir bewerten jetzt gleich mal den Skin und gucken, wie gut der generell ist. So, nächste Runde. Wir machen ein paar Dance-Moves und Digga, der sieht ja mal mega cool aus. Leute, ist euch das bewusst? Einfach ein kostenloser Mr. Beast Skin auf ganz entspannt kriegen wir hier. Wolltest du mich gerade unboxen? Wolltest du mich... Okay, das war krass. Okay, das war heftig, Freunde. Habt ihr gesehen, dass sich noch gerettet hat? Oha, der auch. Digga, das sind richtig gute Spieler hier gerade drin, ne? Wir müssen also dick aufpassen. Oh, er ist runtergefallen. Oh, bloß nicht runterfallen, Seville. Jetzt ist er aber raus. Jetzt ist er raus. Huh, wir sind im Final mit dem kostenlosen Skin, Freunde. Finale. Oh, mit kostenlosen Skin. 0 Euro bezahlt. Komm, 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 Cyber Jimmy. Also Leute, komm, wir kommen jetzt mal kurz zur Bewertung. Man muss sagen, der Skin ist kostenlos. Variante bzw. Seltenheitsstufe ist episch, was mir auch sehr, sehr gut gefällt, um ehrlich zu sein. Und er hat uns rausgekickt. Okay, hier haben wir jetzt nochmal den Skin, Freunde. Sieht sehr, sehr gut aus, ist epische Variante. Der Skin bekommt von uns eine. Hola. Oh. Junge, wie weit sind wir gerade weggeflogen, Leute? Wie weit sind wir gerade bitte weggeflogen? Bei Block Dash. Wir sind gerade fast komplett aus der Map geflogen. Guck mal, wie viele den Skin schon haben. Warte mal, wir gucken mal in der Lobby, wie viele den Skin schon haben. Ich bin 1, 2. Ey, den haben gar nicht so viele. Leute, den haben noch gar nicht so viele Leute, weil das halt nicht jeder weiß. Das weiß halt nicht jeder. Das ist das Problem. Aber ihr wisst es auf jeden Fall von mir. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und wir probieren jetzt Triple Block Dash auf jeden Fall zu gewinnen. Und dann kommen wir mal zur Bewertung vom Skin. Was sagt ihr eigentlich zum Skin? Ich muss sagen,
Gefällt mir sehr, sehr gut. Ist episch, kostenlos. Der Skin bekommt von uns eine stabile 9. 9 ist es. 9 ist gut. 9 ist nicht zu krass. 9 ist nicht zu schlecht. Perfekt für den Skin. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir den Win holen. Perfekt zum krönenden Abschluss. Jetzt gucken wir einfach mal. Komm schon, ich boxe jeden raus, Leute. Ich werde dieses Blockdash gewinnen. Mir egal, es führt nichts dran vorbei. Wir werden dieses Blockdash jetzt gewinnen. Ich muss mir auch mal vielleicht bald eine Playstation holen, Freunde. Beziehungsweise ich habe hier eine. Oder eine Xbox holen und darüber mal ein Video machen und Stumblegeister draufzocken. Ist der andere noch drin überhaupt? Guck mal, wir sind ja... Ah, nee, okay, der andere ist noch drin. Junge, es gibt nur einen Cyber-Jimmy in Stumblegeist und das sind wir, Freunde. Wir sind die einzigen Cyber-Jimmys hier in der Runde. Und sagt es auf jeden Fall auch euren Freunden. Ganz, ganz wichtig, damit auch wirklich jeder Bescheid weiß, dass das Ganze hier geht, Freunde. Aber wirklich, ihr müsst euren Namen richtig kopieren. Am besten, ihr geht genau dort, wo ich reingehe. Und dann kopiert er das. Er hat mich komplett hops genommen. So, Freunde, jetzt regt es mich richtig auf. Wir werden jetzt komplett eskalieren hier mit dem Skin. Und wir holen uns unseren ersten Sieg heute. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir können das Video... ist das ein Hacker? Das ist ein Skin, den es noch nicht gibt. Leute, das ist ein Hacker. Den Skin gibt's nicht. Seht ihr den schwarz-weißen Skin? Der da, das ist ein Hacker. Den Skin gibt's nicht. Bro, Real Talk, den Skin gibt's nicht. Als ob wir... Wir haben Hacker in der Lobby. Mal gucken gleich. Warte mal kurz. Ich glaube, das ist Real Talk ein Hacker jetzt, ne? Warte mal, wir gucken jetzt mal gleich hier. Okay. Da links. Hä? Den gibt's nicht. AKR LOR. Habt ihr gesehen? Das ist ein neuer Skin, den es noch nicht gibt. Wir haben einen Hacker drinne. Wir müssen jetzt gegen den Hacker gewinnen. Mit unserem neuen kostenlosen Cyber Jimmy Skin. Hä? Leute, ihr wisst, ich kenne eigentlich jeden Skin in Stumblegeist. Und ihr fast, wenn nicht sogar besser. Nee, besser als ich. Und ich kenne wirklich fast jeden Skin. Er fliegt raus. Er fliegt raus. Er macht Trick. Okay, er ist ein Pro. Er ist ein Pro. Wir müssen nur auf den aufpassen. Das kann es doch wohl nicht wahr sein. Wir erwischen hier einen Hacker in der Stumblegeist-Runde. Er ist rausgeflogen. Nein, er ist noch immer drin. Ich kann es nicht glauben, Leute. Das ist ein komplett... Aber wie hat er das denn bekommen? Leute, wie hat er das hinbekommen? Ich raff es nicht. Was für ein Tool benutzt er? Es ist einfach ein Hacker. Hä? Wir müssen im Finale jetzt gegen den gewinnen. Guck, wo ist er? Er ist rausgeflogen! Der Hacker ist draußen! Das war so ein Clown-Skin in schwarz-weiß. Okay, immerhin können wir jetzt sehen, was für ein Skin als nächstes rauskommt vielleicht. Ich denke jetzt nicht, dass er ein Skin hat, was jetzt schon erst in 2 Jahren oder so rauskommt. Aber jetzt mal kurz konzentrieren, weil wir wollen natürlich ja die Runde jetzt gewinnen. So, nice. Okay, wir gehen mal durch die Mitte hier. Oh, das war gut, das war gut. Das war tatsächlich ganz gut. Nein, 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 oh. Nein. Komm. Jawohl. Ja, komm. Nein, okay, wir müssen aufpassen auf die... Ja, nein. Oh mein Gott. Komm. Wir sind durch. Leute, wir sind durch. Und GG! Wir haben gewonnen, Digga. Let's go. Alter, und der Skin ist geil. Löst ihn ein. Ganz, ganz wichtiges Ding. Sagt es euren Freunden weiter oder schickt das Video zu euren Freunden, Leute. Ihr müsst euch den kostenlosen Skin getten, weil kostenlos schmeckt immer gut. In diesem Sinne, haut rein, lasst ein Like und ein Abo da. Bis dann und ciao, ciao.